positiv. Ja, und damit willkommen zu Revenant from the Ashes. Remnant, aber gut. Ja, was heißt das ja auf Deutsch? Remnant, Hinterbliebener. Ah, ja, Alter, ich kann kein Englisch. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja ein bisschen durch das Tutorial, kann man sagen, gequält. Naja gut, nicht gequält, eher gestolpert in dem Fall, nicht wahr, Eike? Ja. Ja, und jetzt, da wir den Kristall aktiviert haben... Wir sind die anonymen Steingrabscher übrigens. Wir grabschen gerne Steine und das ist der ganze Grund für unser Abenteuer. Ja, es ist ein ganz normales, das ist eine ganz normale Sache. Wir wollen so viele Steine wie möglich angrabschen. Ja. Ja, verurteilt uns nicht, das ist eine ganz normale Sache. Stein grabscht James uns nicht, genau. Dann teleportieren wir uns erstmal ins erste Gebiet. Und Anne und ich benutzen alte Charaktere, die übelst oberüber sind, weil wir dir schon helfen wollen. Genau genommen haben wir Langeweile und wir wissen nicht, was wir sonst tun sollen. Deswegen sind wir dabei. Und das war ein Leck. Ist ja schon spät. Wird das ja mal. Am Ende hat die schon gleich so ein Daily DC. Ach, du meinst, ich glaube, normalerweise ist doch das Internet immer besser nachts, wenn die meisten Leute nicht da sind. Aber vielleicht hat sich da ein bisschen was geändert. Stimmt, Eike, hast du schon mal mit dem neuen Rechner Remnant gespielt? Ich habe jetzt gerade schon. Ich habe mit Dejan schon mal privat ein bisschen gespielt. Öl-Elixier. Was kann das? So ist diese Saat. Warte. Dann sagen, ey, jetzt aus. Das ja. Dejan soll das einsammeln. Dejan, guck mal hier. Was denn? Schrott! Geh um die Ecke. Geh um die Ecke. Sei ein braves Baby und geh um die Ecke. Andere Ecke. Diese Ecke. Ja und? Eisen. Nimm das, was da lila leuchtet mit. Ach, du meinst die Rüstung. Oh, eine Landstreicherhose. Die riecht bestimmt. Okay, Hose des Landstreichers. Ja, warum riecht hier eigentlich nach... Warum liegt da eigentlich Stroh rum? Warum habe ich einen Hut auf? Ich bin der Schwarze, ich bin der Gothic-Cowboy. Und Arno ist der was? What's the labyrinth? Ich bin nur der stille Begleiter. Arno ist... Ich bin der Nekromant. Die so. Nekromantin. So still... Nekromant-Sternchen in. So still bist du jetzt, aber auch gerade nicht. Gut, in der ersten Folge konnte man dich nur. In der ersten Folge konnte man dich nur leider schwerlich hören, aber habe ich dich leider ein bisschen. Hätte ich dich nur 10% hochdrehen müssen. Denn ihr müsst wissen, Arno und Co. schauen euch gerade über Discord, Hashtag nicht not sponsored, zu. Ist das so besser? Nein. Soll ich ein bisschen ASMR machen? Nein, fick dich! Komm, fang nicht damit an. Ich streiche jetzt ganz langsam über das Mikrofon. Ist der ASMR? Ist der ASMR-Trend? Ist der eigentlich. Gibt's den eigentlich noch? Ist er schon wieder durch? Genau, die kennen wir ja noch aus der ersten Folge. Lasst euch übrigens nicht davon täuschen, dass wir hier jetzt durchrocken. Das Spiel hat einen gewissen Anspruch. Einen gewissen Anspruch? Und wir spielen nur auf normal, ne? Mhm. Ja. Noch höhere Schwierigkeitsgrade. Also, das Spiel wird doch schon sehr anspruchsvoll. Ja, normal und schwer. Oder kommt da noch? Gibt's da noch einen dritten? Oh, wer singt denn dort? Und in diesem Spiel solltet ihr daran denken, Stühle enthalten. Ja, alles zerstören. Ist ja eh Apokalypse, also braucht eh keiner. Auch für die Neulinge, Loot wird immer geteilt. Wenn einer es aufhebt, kriegt es alle. Ja, genau. Außer Munition. Außer die Munition, wird, gesnackt. Ja, gut, aber Munition ist eigentlich eher weniger das Problem. Mama auf, Alter! Mama auf! So, als hätten wir das, könnten wir das einfach mit ihren schweren Equipment einfach einreißen, aber hey! Oh, das ist dicker, das ist dicker! Und der Dicke will nicht! Weg dich! Oh, da ist was Gutes! Ein Luminid-Kristall! Die haben wir mal gefarmt, weil Arno davon 300 Stück brauchte, wie er Formers braucht. Ja, und falls ihr euch jetzt wundert, bekommt die Dinger hier, die hat Eike gerade erschaffen. Die hat Arno gerade erschaffen. Oder Arno hat die erschaffen, genau. Und er, Geschütze, hat die, er hat die Fähigkeit in einer Seilwaffe und nicht die Geschütze. Wie viel kann er herstellen? Zwei? Zwei.
Genau, mal zwei. Aber ich werde das jetzt mal eben wechseln, denn ich bin die, ich will Granaten. Ja, Mann. Granaten. Immer geil. Ich will noch, Stuhl. Ah, nichts drin in den Stuhl. Oh, was kommt denn da? Ach, das ist gestorben gerade. Ich dachte, der wollte gerade was. Wollte gerade was teleportieren, oder? Und dieses Spiel ist sehr viel. Also sehr viel looten und grinden. Looten und leveln. Aber der Grind lohnt sich. Man wird immer mächtiger. Ja. Also auch in alte Gebiete zurückzukehren, lohnt sich immer. Den Loot, den man bekommt, ist immer abhängig von seinem aktuellen Level. Ich glaube, Dark Souls-Spieler. Haben wir das so. Ja, ich glaube, Dark Souls. Nicht eine neue Eigenschaft. Ja, ich glaube, Dark Souls-Spielern erzählst du da nichts Neues. Eike, es gibt eine neue Eigenschaft: Klettern. Alter, geil, echt? Ja, habe ich auch schon bekommen. Komm mal zurück. Ja. 180 Grad, komm mal zurück. Ja. Guck mal nach oben. Ich sehe dich. Hallo. Warte, ich komme runter. Nichts passiert. Du musst ja jetzt noch so eine große Glasscheibe in den Rücken stecken haben. Oh, was sehe ich denn da? Etwas Grünes. Adrenalin. Adrenalin ist sehr gesund. Hat man ja bei Pulp Fiction gesehen. Du musst die... Und immer schön auch hier Schränke verbessern, ne? Ja, natürlich. Wie war das nochmal? Du musst die Spritze durch das Brustbein schlagen. Glaube ich. Ey, wo ist das Simulacrum? Hier war immer ein Simulacrum. Warte, das ist verarscht. Das ist gerade als mies. Das ist frech. Das ist aktives Recycling. Denn wir brauchen diese ganzen Teile, um dann später bei der, zum Beispiel bei der schlecht gelaunten Ingenieurin, die wir ja kennengelernt haben in der ersten Folge, Gegenstände herstellen zu können. Ja. Wobei, kann man das schon verraten, Eike? Mit ihr würde ich eigentlich haben, eher um Sachen zu verbessern. Ja, das auch. Aber kann man das verraten, Eike, dass wir ja bei ihr ganz spezielle Waffenteile herstellen können. Ja, bei der ist es abhängig vom Boss. Ja. Also, man kriegt für den Boss, den man legt, ein bestimmtes Teil, was dazu gebraucht wird, um eine Waffe oder einen Waffenmod zu erstellen. Ja. Oder auch andere Sachen, die sich unterscheiden, wie zum Beispiel bei einem Gegner im Iskall-Gebiet, der kann zwei Sachen droppen. Entweder wenn er schafft, keinen zu fressen, seine Leute, oder wenn er einen seiner Leute frisst, gibt es andere Sachen. Ja, es ist so ähnlich wie die... Bosse können auch auf mehreren Arten besiegt werden. Mhm. Ja. Einem Boss muss man zum Beispiel seinen Schwanz abschießen, damit er dann was droppt. Also damit man eine Nahkampfwaffe bekommt. Also seinen Schweif, falls ihr das nicht verstehen wollt. Nein, Schwanz. Ich weiß schon, was ich gesagt habe. Ja, ist im Grunde alles genauso wie Dämonenseelen in Dark Souls, die man entweder gegen Superwaffen umbauen kann oder verbauen kann oder... Naja, gut, Superzauber braucht man aber nicht draus machen. In dem Fall hier. Ach ja, und mit diesen kleinen Kristallen kann man dann entweder looten. Genau, das sind die Bonfires, oder kann man auch mit den größeren dann auch teleportieren. Das sind dann die Schnellreise. Du Bratnase. Ja, ah, stimmt. Oh, da sind die drei. Und es gibt Eigenschaften. Oh, das ist was Gutes. Instant Level Up. Ein Band des Wissens. Wenn ihr den findet, habt ihr euch direkt ein Level Up geholt. Ja. Egal welches Level ihr habt. Genau. Instant Level Up. Damit kann man dann Eigenschaftspunkte, die ich hier gerade kurz gezeigt habe, dann verteilen und dadurch dann kleine oder große Eike, kann man sagen. Ah, eine Joinkiste. Und es gibt Friendly Fire, also Vorsicht. Ja, wenn ihr euren Kollegen schießt, dann merkt man das. Den schon... Ja. Warte mal, Ditch. Das war jetzt unnötig, aber okay. Ja, denn dadurch verbrauchst du auch das ist voll geheilt. Diese Drachenherzen, die wir dabei haben, also unsere Flask, in Anführungszeichen. Aber dadurch, dass ihr Endgame-Charaktere seid, habt ihr eh mehr als ich. Da habt ihr wie viel ab? 10 und ich hab nur 3. Denkt ihr, es wird rein? Das kann der. Der Ring ist so weit. Machtwechsel-Tempel. Feuerrate, okay. Das passt nicht mehr. Fällt mir ein, ich sollte vielleicht auch mal die Pistole mal auswechseln. Die ist ganz vereinsamt schon. Aber warum nur 2 Ringe? Man hat doch 10 Finger. 8 Finger und 2 Daumen. Ja, aber vergiss die Füße nicht.
Fickt euch! Ja moin. Alter, ja moin. Was ist das denn? Ist ich da rennt halt einfach. Ja, durch. Kann ist ich. Okay. Keine unsichtbaren Wände, sehr geil. Wie man sieht, ist es sehr unfair. Ich könnte auch eigentlich theoretisch ganz, ganz arschig sein und Eike und Eike und Arno vorschicken, so als die Aufräumer und einfach alles looten, was übrig bleibt. Machst du das sonst auch immer? Nein, das mache ich bei. Das mache ich bei Diablo 2, 3. Und bei Borderlands, und bei Remnant, und bei Scott Vane. Das hast du Remnant schon zweimal erwähnt. Nein, das ist Strategie, Eike. Borderlands 1, Borderlands 2. Und Borderlands. Und Scott Vane. Ja, und 2. Oh, es schreit. Ah! Das sind die kleinen Knirpse. Hab keinen Platz. So. Brauchen wir dringend Muni. Ja, dann sammeln wir welche ein. Teilen kann man hier nicht. Wenn du es ja schon gesagt hast, ein paar Minuten vorher, Munition, die ist, ja. Die ist nicht. Munition wird nicht geteilt. Die wird nicht brüderlich geteilt. Aber dafür gibt's Munitionskisten. Ja, die kommen ja erst später. Ah, das sind die kleinen. Das hast du überhaupt aufgenommen, wie ich mich gerade in Reitenfahren verwandelt habe? Nein. Weil du in eine andere Seite gelaufen bist. Ja, ich. Ach, daher kommen die Blitze. Das ist auch eine Fähigkeit, die du einer Waffe hinzugefügt hast. Wie heißt sie? Mal sehen, wann die schon das merkt, dass ich ihn die ganze Zeit heile. Weil er sich die ganze Zeit nicht heilt, weil er eine Druckno-Nuss ist. Es geht wieder raus. Raus, lass mal raus. Wir gehen ins Mach Licht. Mach mal auf. Mach mal auf. Er ist ein bisschen so ein Otto geworden. Ich habe trotzdem Respekt. Oh, schon der erste Boss. Oh, wie wir uns synchron hingesetzt haben. Ja, perfekt. Synchron hinsetzen, das ist bestimmt auch eine. Das ist bestimmt auch bald eine Disziplin. Ja, wir haben es schon verstanden. Verbrauchsgüter. Es ist ein Boss. Wir freuen uns auf den Boss. Oh, wie oft sind wir bei diesem Schanzlutscher gestorben. Oh, der frustriert mich so. Die Seuche hat mannigfaltige Mutationen hervorgebracht. Blutfaust. Ich bin der Gott des Donners. Oh, Stachelmasse. Eigentlich auch eine coole Mod, der Sturmbringer. Ja. Ja, jetzt werden wahrscheinlich Pragmatiker sagen, es war viel zu einfach, ihr habt ja auch ein Level, wie heißt das, Endlevel-Charaktere dabei, das ist gar keine Herausforderung. Ja. Wann gucke ich die und Scheiße überhaupt? Es ist ein Reinguck in das Spiel. Genau. Ein Reinguck. Es ist ein gemütliches Let's Play, wo man sich nicht groß anstrengen muss und aufrasten muss. Wenn jemand sehen wird, der ausrastet, wer rastet gut aus? Hand of Blood? Nein, wenn ihr Englisch könnt, nehmt Emilia Watson, Hololive Englisch. Ach ja. Und. Oder Gronk. Ja. Ich geh mal mit seinem Hololive. Hey, aufpassen, Eike. Ich bin ein Simp. Ja. Wenn du eine Kreditkarte hättest, meinst du? Ja, genau. Nein, leider nicht. Ich bin zu geizig. Ich hab immer noch Blocker an. Ja, wenn man bei OnlyFans etwas machen will, dann braucht man eine Kreditkarte. Hab ich gehört. Hat er nicht gehört. Das war der Grund, warum er es nicht hat. Joik! Wohl eher der Grund, weswegen nach der Anmeldung nichts mehr passiert ist. Ja. So, wo ist jetzt wieder der weitere Ausgang? Ach, falls jetzt Leute hier denken, oh, sieht das immer so aus hier? Nein, keine Sorge, das wird sich noch ändern. Kann man das da so sagen? Ankündigungscharm. Absichtliche Provokation! Wir müssen eigentlich mal eine Runde aufnehmen, wie wir Wingelbingo spielen. Ich glaube, das wäre richtig geil. Ist ja inzwischen ja im Mainstream, oder? Ich erinnere mich noch damals an Eike, du auch?
als das losgegangen ist und dann gehießen hat, nein, sag da doch nichts, erwähne ihn nicht in den Videos. Nicht wahr? Hm. Erwähne ihn nicht in den Videos, mach überhaupt nichts irgendwie online und so weiter. Sonst kommen. Leute, soll ich dich schon mal heilen? Dich schon, ich heile dich jetzt. Es kommen die Hater und lieben dich. Guck mal, ich hab dich geheilt, dich schon. Ich weiß. Das ist eine sehr praktische Fähigkeit. Ist das eigentlich. Amulett. Kommt das eigentlich auf die Entfernung an oder kannst du das auch ganz von weitem machen? Ich kann das überall ausmachen, weil ich ein Amulett ausriss habe. Grabstein sieht gut aus. Oh ja, der dritte Stein. Das hört man öfter in diesem Let's Play sehen. Hier nochmal Erklärung, genau. Wir sind ja schließlich noch ein Anfang des Spiels, da muss noch alles erklärt werden. Er redet da von Eitopf? Was führt dich hierher? Klar, doch. Und dieser. Es kann. Ich habe ein. Ah, ist das quasi der verlorene Fallout-Charakter? Besuch mich mal wieder. Das Ganze hat ja schließlich diesen Fallout-Type das Ganze Jahr. Und in einen abgeschirmten Hubschrauber, okay. Sehr würzig. Ja. Er hätte meiner Magie geschmeckt. Ja, ja. Ich mache es nicht so, wie sie mir das beigebracht hat. Was meint er für Geheimnisse eigentlich? Ich hoffe, diese Geheimnisse hatten keine zwei Beine und haben nach dem Weg gefragt. Oh, du hast ja aus deinem Hinterkopf. Pass auf. Bam. Verstehst du, was ich meine, Eike? Ja. Wie weit geht diese Schrotflinte? Natürlich nicht sehr weit. Bam. Ach, natürlich. Ja, wieder ein Instant Level Up. Instant Level Up Buch des Wissens. Wir wissen ja, alles was eine besondere Farbe hat, darauf sollte man Ausschau halten. In dem Fall ja, blau. Man kann innerhalb der Story. Die Welt ist zufällig. Das heißt, ihr werdet niemals dasselbe erleben wie wir. Selbst in der Hauptstory nicht. Und hier ist ein Gang nach unten. Ich glaube, das musst du ein bisschen näher erklären, Eike. Was meinst du mit Random generiert? Die Welt ist random generiert. Achso, ja, die ganzen Level aufgebaut sind. Aus Teilsets. Richtig, aus Teilsets. Ah. So, das heißt, wenn man einen gewissen Boss farmen möchte, kann es sein, dass man die Welt mehrmals neu starten muss, bevor dieser Boss überhaupt kommt. Und die Bedingungen, den Boss machen zu können, können sich auch ändern. Und die Sachen, die im Level liegen, natürlich auch, werden auch so verteilt, ja? Mhm. So dunkel. Kann kaum was Junk sehen. Town. Ach, der Idiot. Ich weiß nicht. Ich weiß nichts. Er weiß nichts. Nein. Kann es sein, dass er ein bisschen. Nein. Stimmen. Ist er ein bisschen nervös? Ist? Der zerstört. Vergessen. Ja, alles vergessen. Nichts vergessen. Die Eiche ist total. Die Eiche beobachtet, ja? Sie beobachtet immer. Tausend Augen und Münder. Nein, nichts gefunden. Nichts gesehen. Höre nichts. Wie der uns zum Dreien immer umdreht. Muss gehen. Wer kann sich nicht entscheiden? Lass mich. Nein. Ah. Kurze Erklärung dazu. Es gibt in der Welt auch nicht nur Leute, die gegen. Ja, es gibt in dieser Welt. Können wir die Taschen ausrüsten? Hat man kurz geklappt. Hier gibt es, glaube ich, die Taschen ausrüsten, dass wir diesen Waffenmod von dem Plünderschiff bekommen können. Glaube ich. Oder das ist einfach nur das Loch hier drin. Kann sein. Hast du gerade eine Maske gekriegt, Ed schon? Ja, ich habe die Maske bekommen. Dann bring du doch den Satz einfach zu Ende, den ich gerade bringen wollte. Maske? Ja, die Maske der Fäulnis. Okay, dann setz mal auf. Ah, Fäulnis extra, aber alles andere. Okay. Nett. Lol, das war's? Ja. Jo. Was haben wir sonst noch? Hier, Rüstung. Aber 50. Leicht. Ich glaube, bald doch lieber erstmal bei den Starthelmen des Plünderers.
Schon allein der, wegen den Werten. Und kurz zur Erklärung. Ja, in der Welt von Remnant gibt es nicht nur Leute, die gegen diese Saat, die die ganze Welt zerstört haben, oder überrannt haben, überwuchert haben, je nachdem, sondern auch, kann man sagen, Kultisten? Oder... Plünderer. Nein, nicht Plünderer. Ich meine Leute, die die anbeten. Habe ich was verpasst? Eike findet Schnellreisen sehr witzig. Der Ausgang ist 5 Meter entfernt, aber ich kämpfe drauf, wir porten uns. Ja, aus Prinzip, Junge. Wir teleportieren uns aus Prinzip, Alter. Ja, wenn man schon die Möglichkeit hat. Einfach kommt uns so angeportet, die anderen Leute sind schon da. Alter, wir sind schon da. Ja, ich habe mich teleportiert. Ja, aber wir sind doch schon da. Ja, aus Prinzip. Nein, du wolltest einfach nur teleportieren, nicht wahr? Ja, ich wollte einfach nur teleportieren. Wie der Jetski. Du wolltest Jetski. Ja, ich wollte nicht. Natürlich bedenken, dass ich hätte gerne das Schwert von denen, diese Doppelklinge, diese Thanos Doppelklinge. Ja, Mann. Ich bedenke, dass er eine Schrotflinte natürlich einen Rückschuss hat. So einem riesigen Scheißding angerannt. Obwohl. Ich bin. Wir sind hier nicht bei irgendeinem Anime-Scheiß. Nein, das ist ein westliches Spiel. Wo? Das ist ein westliches Spiel. Das hat er die Schachmatt gelegt. Ja, ja, bei Animes oder bei ja, hier bei diesen fernöstlichen Setting. Zeichentrick, ja. Mhm. Da gibt's sehr häufig einfach, dass die Charaktere schmächtig, einfach absolut ja, schmächtig und keine Muskeln haben, aber dann erstmal so eine 3-Tonnen-Klinge, die 5 Kilometer lang ist, schwingen. Ja, und das ist realistisch. Das ist leichtes Metall. Ah ja. Sehr leicht. Kilometern ist jetzt leichtes Metall schwer. Aber schneidet auch durch alles durch. Was ist besser als Hubraum? Richtig, noch mehr Hubraum. Ja. Deswegen mag ich dort Schweiber. Ja, aber magst du sie auch gerne in Deutschland fahren, Eike? Weil ich kann mir vorstellen, bei den Benzinpreisen... Schon, das ist sehr traurig. Dodge Viper ist nicht mehr hergestellt. Ja, aber wenn du sie trotzdem... Das heißt, gibt es ja immer noch das zu kaufen, aber... Ich hasse es, dass das Drachenlord die Dodge Viper mag. Das regt mich richtig auf. Ich glaube, er nimmt sie doch falsch, oder? Wie war das noch mit dem Antrieb? Mein Lieblingsauto ist die Corvette C7. Wenn man gerne Audi fahren will... Hä? Alter, Kopf nicht aus. Corvette? Junge, das ist Chevrolet. Ja. Französisch. Ah, Kopf. Was war da? Jetzt müssen es einer. So. Da vorne ist, glaube ich, schon wieder der nächste Boss, oder? Nee, das ist eine U-Bahn-Station. Nein, das ist Subway. Ja, gibt's auch Sandwiches. Hier liegt noch was Rotes, Leute. Nimm's mit. Hat was Rotes? Ah, Blutwürze. Was? Oh, seltene Münze. Fuck. Was ist das? Fuck, wie... Was kann wir das? Kriegen ja alles, wir kriegen all das Zeug für Hubenschreiber. Die seltene Münze müssen wir Hubenschreiber bringen. Ach so, das ist nee, die seltene Stand. Münze müssen wir der Trulla geben, der Ace. Mhm. Oder wenn man die heißt. Die, von der kriegen wir doch diesen Revolver. Oder diesen stimmt, Revolver. Stimmt. Ha, Profis, Junge. Ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, zufällig verteilte Gegenstände. Ja. Wir haben auf ein Teilset echt lange gewartet. Ja, das mit der Maschinenpistole. Mit der Thompson. Ja, und das mit den Matschhunden. Die Matschhunde. Oh, Schrottköter da. Ja, das haben wir, glaube ich. Ja. So, dann teleportieren wir es noch weiter und dann können wir die Folge beenden. Kannst du einfach schneiden, dann kannst du es in einem Rutsch durchlaufen lassen. Dann kannst du es so aufteilen, dass es so viele Folgen sind, wie du brauchst. Können wir einfach eine Aufnahmesession machen, dann passt das. So, dann setzen wir uns nochmal an den Checkpoint. Erstmal ein bisschen ruhen. Hat die OBS-Aufnahme funktioniert und war alles drin? Nicht, dass der Sound wieder gefehlt hat. Wir gleich 4 Stunden aufnehmen und
der ganze Sound weg ist. Nein, wir werden auch keine 4 Stunden aufnehmen. So. So, okay. Leute, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Also, bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.